So, Kinsbach, 21 Uhr. Da hinten, Moment, ich laufe gerade ziemlich gefährlich hier auf dem Gerüst rum. Deswegen wackelt es jetzt am Anfang ein bisschen. Aber wir müssen ja Richtung Sonne, ne? Da, schaut das euch an hier. In die Richtung haben sie auch ein paar Streifis gemacht. Da ist gerade aktuell einer. Ne? Tut mir leid, dass das verwackelt ist, aber ihr habt ja gesehen, wo ich stehe. Ja, hier, hier, hier. Es ist heute so schlimm, was die hier machen. Das ist das größte Verbrechen an der Menschheit, was man sich vorstellen kann. Guckt euch dieses Bastardvolk an. Diese Schweine, diese Drecksäue. Das ist wirklich Völkermord. Das ist Genozid. Das meint man damit. Das ist dieser Begriff. Das ist mit Sicherheit für nichts gut, was die da machen. So. Kackt mal wieder zurück. So. Und aufs Vordach. Kriegen wir noch eine andere Sicht. Also, Sonnenaufgangsseite. Aber es ist wirklich in alle Richtungen, wo man hinguckt. Ganz extrem. Hier sieht auch gerade noch einer aktuell. Na? Und hier, die sind alle erst ein paar Minuten alt. Man sieht sogar da unter dem kommt schon wieder ein neuer. Ne? Der dünne sieht man. Der ist auch gerade aktuell dabei. Ja, und hier haben sie halt schon die letzten Minuten und Stunden gemacht. Also es ist so schlimm heute gewesen. Auch da hinten aktuell wieder. Ne? Es sind immer so viele auf einmal bei uns, es ist so zum Kotzen, ich halte es nicht mehr aus lange. Das ist, ja, hier kann man jetzt, ah doch, Sonne steht noch hoch genug, hier zwischen den Dächern, ne? Aber ja. Heute, ich muss es einfach nochmal dokumentieren, das ist nämlich heute so schlimm wie lange nicht. Einfach weil gar keine Wolken da sind und oh Gott, sieht das aus. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera irgendwie rüber. Ich mache jetzt auch gleich noch ein paar Bilder, aber das lade ich auf jeden Fall auch hoch. Das ist wieder so ein gutes Beispiel und das kann kein normaler Mensch mehr leugnen. All die, das nur leugnen, sind bezahlt, da kann man erzählen, was man will. Das hier sieht so unfassbar unnatürlich aus, das kann keiner irgendwie so voll nehmen, dass das irgendwie nicht menschengemacht ist. Guckt euch das mal an. Hier ist keine Wolke am Himmel, das ist alles ausgebracht von den Flugzeugen, alles. Hier sieht man noch das angedeutete X, ne? Wo es sich irgendwo verbreitet hat, direkt über mir, auch Stoff zusammengebracht. Seht ihr, wie das Ding breiter wird, ne? Zum Kotzen, einfach nur zum Kotzen. Ich habe so den Hals auf die Bagage. Und da kommt schon der nächste. Die fliegen rund um die Uhr. Ihr seht es ja in der kurzen Zeit, wo ich jetzt hier filme, wie viele neue dazugekommen sind. Wie viele von den alten innerhalb kurzer Zeit so richtig übel aufgehen. Hier. Das war auch so ein ganz dünnes Streifelchen. Und jetzt dickes Streifelchen. Genauso hier drüben kommt der nächste. Es ist einfach, man kann das nicht mehr tolerieren. Ich weiß nicht, was man genau dagegen tun kann. Guck mal da. Hinten, der verschwindet auch gerade. Ja, das hier, hier wird die Sonne aufgehen morgen. Hier, seht ihr, geht's runter. Dann haben wir hier Norden, ne? Und hier ist dann Sonnenaufgang. Und da geht die Sonne dann hier rüber. Das ist dann die Mittagszeit. Ich mag echt, wo man hinguckt, irgendwo sieht man ein Flugzeug oder gleich wieder ein neues und River Never, keine Chance, mal irgendwie normale Sicht auf die Dinge zu haben. Guckt euch das an, das sieht so unfassbar gekünstelt aus wieder da hinten. Widerlich. Widerlich. Packdreckig ist.